Herzlich willkommen zurück zu der 500er Karte, ihr Lieben. Euer Erstkicker ist nach wie vor am Start, beziehungsweise King der Schorsch von Bavaria, aus Bayern. Und ja, in dieser Runde kicken wir einigen Leuten in den Hintern. Oh, was sehe ich denn hier? Hier hat mir der KI gemeinsame Karte gegeben. Cool. Genau, ich kicke den Leuten in den Hintern mit Goldmark. I'm an ass kicker. Bin ich stolz drauf? Nein, bin ich nicht. Das kann jeder. Das kriegt jeder hin. Ich spiele diese Runde tatsächlich, um euch zu zeigen, wie einfach das geht, wenn man so viel Goldmark rausschmeißt. Und ob man da stolz auf sich ist, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, jeder kann eine Runde kaufen. Jeder kann Goldmark kaufen. Ich kaufe keine Goldmark. Ich habe diese Goldmark die letzten Jahre mir verdient. Und jetzt haue ich die raus und mache hier Action. Man kann hier Goldmark kaufen, momentan für 100 Euro, 13 Stunden, kriegt man irgendwie 250.000 Goldmark und irgendwie 6 Mal von den Zeppelinen und so weiter. Naja, jeden das seine, meins ist es nicht. Ich habe extra mal so eine verrückte Runde mal eingebaut, damit das mal ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal ist. Ich werde sowas nie wieder machen, das ist das einzige Mal. Und mal schauen, wie weit ich überhaupt komme, denn was bringt denn dieser Goldmark-Using? Ja, wie hier in Yorkshire, ihr seht den Galorix, der ist hier schon ordentlich am Aufräumen. Sein Kollege hier hat irgendwie 500.000 oder 1 Million Goldmark ausgegeben, was auch immer. Er wahrscheinlich genauso. Galorix gibt es auch offen zu, der spielt halt eben mit Goldmark, das macht ihm so Spaß. Wie gesagt, jedem das seine, ich habe kein Problem. Ich möchte das auch nicht verurteilen, das Goldmark-Using ist. Natürlich unterstützt das Spiel, natürlich unterstützt es den Hersteller Bytro Labs. Die müssen ja von irgendwas leben. Und von der Werbung, die wahrscheinlich auf dem Handy da reingeht, dadurch können sie wahrscheinlich genug Geld verdienen. Also da, vielleicht ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich mich darüber nicht auslassen. Allerdings, was ich halt immer schlecht finde, wenn die Leute sich dadurch reputieren, dadurch sich toll hinstellen, wie toll sie spielen und was weiß ich was und die benutzen Goldmark, ganz ehrlich, jeder kann sich so eine Runde kaufen. Ja, im Endeffekt entscheidet dann, wenn zwei so krasse Goldmark-Spieler aufeinandertreffen, wer gibt meist mehr Geld aus und das, ja, ich sehe da gibt es keine Skills in meinen Augen. Also da ist keine Strategie dahinter, da ist keine Taktik dahinter, da ist auch keine Diplomatie, kann irgendwas, einfach nur Geld reinschmeißen. Und so weiter. Und deswegen bin ich da immer sehr skeptisch, was das betrifft. Und bin normalerweise auch überhaupt nicht so. Aber diese Runde bin ich halt auch mal nicht ein Ass-Kicker, sondern ich bin selber der Ass. Sagen wir es mal so. Oh, ich habe hier eine Einheit gestoppt, anstatt hier Coburg einzunehmen. Was gibt's denn Neues? Wir haben Tag 4. Tag 4 bedeutet, wir haben viele Spieler, die jetzt inaktiv geworden sind auf der Welt. Gerade hier in Europa, kein Wunder, ja, weil wenn die hier sehen, dass die zwei so Blobs, also Baden-Württemberg, Skipex und ich hier mit komplett Zentraleuropa eingenommen haben, haben die auch schon keinen Bock. Wobei, das muss ja an Tag 1 schon gewesen sein, dass sie keinen Bock haben, weil wir haben Tag 4, das heißt, die haben direkt am Anfang aufgehört. Was ich immer schade finde, die Spieler joinen und dann haben sie keinen Bock mehr. Entweder haben sie den ersten Schlacht verloren oder was auch immer. Haben auf jeden Fall keine Lust gehabt. Ich habe hier zum Beispiel den Nachbarn hier in Westungarn, der ist inaktiv. Hier Ostungarn ist inaktiv. Wer ist denn überhaupt noch da? Also ich habe hier noch einen Nachbarn, Banat, der ist noch da. Demnächst habe ich noch einen weiteren Nachbarn, Transsilvania. Da ist der Dracula. Schauen wir mal, ob wir dem die Zähne ziehen können. Den Prinz Dracul. Dann habe ich hier noch Galizien hier im Norden. Der ist auch noch aktiv. Ostpreußen hat mich angeschrieben, ob wir nicht Angriffspakt machen können. Oder irgend sowas in der Richtung. Da habe ich ihn gemeint, meinst du nicht Angriffspakt? Oder was hat er mir geschrieben überhaupt? Ich weiß gerade nicht mehr. Können wir noch mal kurz schauen. Hey, you open to a peace deal? Also, ist was für ein Peace Deal? Wir haben sie noch gar nicht im Krieg. Aber er hat mir geschrieben, wir können ja nicht Angriffspakt machen, wenn er will. Und aus welchem Grund mache ich das? Ich habe keinen Bock, ich würde den eigentlich überrennen. Der hat ja auch eine schöne Ulprovinz in Warschau und in Allenstein. Aber ich habe ja mit dem Kollegen Lauser, der macht ja. Der will ja hier die ganzen Gebiete holen. Also deswegen ist es okay. Der sammelt sich jetzt auch schon hier mit 22 Kavallerien, 13.000 Mann. Greift er hier die KI an, die Provinz hier offen gelassen hat. Und dann kann er hier den Preußen auch im Rücken angreifen. Und dann kann ich ihn sogar auch unterstützen, wenn wir dann mal endlich mal zusammen die Gebiete teilen oder die
Wenn wir endlich mal Nachbar sind, das meine ich. So, sorry. So, die Provinz hole ich mir gleich. Die Doppelstahlprovinz, die ist mir revoltiert zum Tag über. Kavallerie ist fertig geworden hier. Okay. Wo soll die Kavallerie denn hin? Die soll mal hier nach Norden. Denn da will ich mal demnächst mal ausräuchern. Dann muss ich gleich mal erzählen, was hier so passiert ist. Kann, hab vergessen, hier eine weitere Kaff in die Warteschlange zu setzen. Das mache ich jetzt. Ich mache jetzt mal ein paar direkt rein. Ich habe aber nicht mehr so viel Nahrung. Aber wie ihr seht, ich habe jede Menge Geld, weil ich habe ein paar Hauptstädte erobert. Und ich will mir noch ein bisschen Nahrung mal hier besorgen. Das ist noch einigermaßen günstig. Das reicht für die nächsten Stündchen. Muss gar nicht so lange sein, weil ich habe hier ja demnächst eine Hauptstadt vor der Brust. Das warte ich, da warte ich noch kurz ab. So, kannst du da schon reinjumpen? Noch nicht. 23 Minuten und ein paar Sekündchen. Ein paar Sekündchen müssen wir noch warten. So, also ich habe hier den Spieler hier alle seine Gebiete gestern Nacht abgenommen. Er hat mich an allen Fronten mit Gewaltmarsch gestern angegriffen. Hier mit 30.000 Mann, da mit 20.000, hier mit 20.000. Die 20.000 Mann hier in Königgrätz sind vernichtet worden, weil ich hier schnell eine Level 3 Festung hingezaubert habe und sechs Panzerwagen da reingezaubert habe. Hier und hier hat er sich aber umgedreht. Jetzt wird er zurückgegangen. Allerdings, er ist ja von hier nach von Jungpunzlau Richtung Steinau gelaufen und von hier auch zurück. Und währenddessen bin ich halt hier mit dem Panzerwagen schnell in Rottenburg rein. Bin da rein, habe dann die Stufe 3 Festung reingebaut und sieben Panzerwagen drin gelassen, dann hat das gerade noch gecheckt, der war schon kurz hier, also 2 Minuten länger oder so, dann hat er sich wieder umgedreht, leider, weil sonst hätte er 30.000 Mann verloren. Jetzt steht er hier gefangen zwischen den zwei Gebieten. Seine Hauptstadt habe ich inzwischen mit einem Panzerwagen hier alles abgeluchst, seine ganzen Gebiete hier im Hintergrund, Hinterland, Breslau habe ich mir auch eingenommen. Und er hat sich jetzt hier zurückgezogen. Hier hat er eben noch diese paar People. Das war es auch, seine zwei Gebiete. Und die Moral ist natürlich jetzt entsprechend gedroppt. Ja, ihr seht 58%, 56%. Das heißt, die Moral geht immer mehr runter. Er hat immer weniger Energie und immer weniger Lebenspunkte. Die wird auf jeden Fall nochmal weiter sinken. Und ich warte jetzt nur ein bisschen ein paar Kavallerien hier ab. Und dann werde ich ihn einen nach dem anderen ausschalten. Glatz werde ich mir wahrscheinlich als erstes holen, dann eben Steinau und dann werde ich hier die Männer zusammenziehen und dann eben nach den 30.000 Mann hier schlussendlich vernichten. Ich habe hier übrigens meine ganzen 5 Einheiten benutzt, die ganzen 5 Sturmtruppen, die ich noch übrig habe. Ein Zeppelin habe ich für Tag 10. Es gibt leider keine Operation, außer hier dieses Kaufen, ja, oder beziehungsweise hier Operation Zahltag, ja, wo man Geld blechen kann, um Zeppeline zu kriegen und diverse andere Boni. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Hier ist noch ein Panzerwagen fertig geworden. Den habe ich auch tatsächlich hier eingesetzt. Genauso den hier und den hier. Ne, ich glaube, das waren die zwei hier. Und die hier habe ich normal eine gebaut. Na, ist ja wurscht. Ich müsste aber tatsächlich eventuell noch einen basteln. Ich glaube, ich baue hier noch einen in Regensburg. Geld genug haben wir ja. Ressourcen schaut auch ganz gut aus. Puh, das ist ja krass. Schauen wir mal, schon plus 900. Hier bin ich ein bisschen im Minus, in Gase gerade. Okay, so, dann holen wir uns jetzt mal die Provinz hier schnell. Dann haben wir nochmal eine Doppelstahlprovinz dazu. Und die wird auch, wie ihr seht, das ist auch wieder ordentlich geboostet. Allein diese Doppelstand hat 73 pro Stunde dazu gebracht, obwohl die noch total schlecht moralisiert ist. Aber naja, das ist ja normal, ne? Okay, wir gehen, schicken mal den People mal darüber. Der hat seinen Job getan. Wie gesagt, wir sammeln uns jetzt mehr mit ein paar Kavallerien und wenn die dann fertig sind, dann werden die hier noch aufräumen. Die drei, also eigentlich müssen nur die zwei Gebiete fallen. Hier, die 30.000 Mann verschwinden ja dann. Das heißt, den muss ich gar nicht mehr angreifen. Hauptsache, ich habe hier Ruhe. Und wisst ihr was, da werde ich den München mal direkt mal beschleunigen. Machen wir mal hier auf die schnelle Version. Ich nutze normalerweise immer diese langsamen, aber damit ihr nicht zu lange wartet. Dann nutze ich mal, ich habe ja noch 3.500, wie ihr seht. Ja, und dann kann ich gleich mal die nächste auch mal beschleunigen. Da habe ich nicht mehr so viel. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber damit ihr jetzt eben nicht so lange zuschauen müsst hier. Mache ich das mal auf diese Weise. Ist das schön? Nein. Und, aber ich möchte endlich fertig werden hier. Oh, ich habe ja noch eine sogar. Okay, achso, ich habe ja 5 Stück, glaube ich, in die Wege gebracht. Ich glaube, ich werde tatsächlich mich damit zufrieden geben. Die anderen sollen normal gebaut werden. Da wir nicht mehr so viel Getreide haben. Ja, das passt schon. So, jetzt gehen die drei auch nochmal dahin. Also 4 Kaffs plus der hier, das sind 5. Das sollte locker reichen, hier, um hier aufzuräumen. Da werde ich auch nochmal die 10.000 Mann mal abziehen.
Wir werden auch nochmal hier reingehen. Der sieht ja nicht, was ich hier drin habe, weil hier ist eine Stufe 3 Festung, ne? Er sieht aber, was ich hier drin habe. Das stört mich aber überhaupt nicht. Der Fesselballon kann dann stattdessen aber schon mal nach Norden gehen. Und ja, wie gesagt, die zwei Gebiete holen wir uns nach, sind hier verschwunden. Was ist hier im Osten so passiert? Hier, der Zentralungarn hat hier die Gebiete geklaut. Wie ihr seht, diese ganzen Gebiete hat er sich geklaut hier von dem anderen Ungarn, den ich hier erobert habe. Gestern hier Pressburg und so weiter. Der hat mich angegriffen. Ich habe dann seine 71.000 Mann vernichtet. Dann plus noch die 10.000, die hier in Pressburg standen, oder 11.000. Plus ein Panzerwagen, die habe ich dann alle eingecasht. Oder waren die in Budapest? Ne, die waren in Budapest, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall habe ich die gekillt. Und dann habe ich die restlichen Provinzen von dem auch eingenommen, was ich konnte mit Panzerwagen. Allerdings hat der, wie gesagt, der hier diese ganzen Provinzen hier eingesackt. Und ich habe ihm geschrieben, ich so, wenn du die Provinzen holst, dann bist du der Nächste auf meiner Liste. Ich meine, ich finde solche Drohungen immer lustig, wenn die mich treffen. Aber diesmal habe ich selber meinen rausgehauen. Ich könnte ja mal gucken. Ich mache sowas eigentlich nicht, aber hey. Ah, okay, hab, da habe ich ein F vergessen, das habe ich nachgereicht. If you are stealing any provinces there, then you will be the next on my list. Please think about it. Es kam keine Nachricht, aber ich habe gesehen, er hat sich nachher noch bewegt. Und ja, dann bin ich einfach in seine Hauptstadt einmarschiert. Ich glaube, ja, das war Budapest sogar, genau. Die Hauptstadt war von dem Budapest. Der habe ich sofort gekrallt und danach kam es keine Bewegungen mehr. Dann habe ich hier noch Getsch gemäht, 10.000 People vernichtet hier in Gishkun, Felechhaser, habe ich auch nochmal welche vernichtet. Jetzt kommt Sol noch dran. Dann habe ich mit Panzerwagen hier Rimasombat, Eger, Mischkolz, hat er ein paar, ich glaube 5.000 Mann hat er überall den gehabt. Leider ist mir die Provinz hier revoltiert, in Moravia, eine Doppelkohle-Provinz, was natürlich mega blöd ist, aber es ist halt eben so. Ist nicht schlimm, aber das ist überhaupt kein Problem. Machen wir mal hier so, weil ich werde noch ein paar Gebiete holen, sonst geht das alles im Minus. Ich möchte so wenig wie möglich verlieren und bin halt maximal auf Öl halt, ne? Und ich freue mich besonders, also die zwei werde ich hier mit 8 Panzerwagen, beziehungsweise 9 Panzerwagen, wenn der hier angekommen ist, einfach vernichten. Wobei, der kann hier so mal in die Richtung gehen. Und da bin ich in 1 Stunde und 4 Minuten da. Die 5 People werden hier vernichtet. Der hat ja auch nicht mehr so viel Lebenspunkte, weil er hier in schlecht moralisierten Gebieten rumstand und die sind auch kurz vorm Revoltieren, wie ihr seht. Kein Wunder, ich habe ja seine Hauptstadt geklaut und hier auch, also, was heißt geklaut, erobert halt, ne? Wo soll ich denn den eigentlich hinschicken? Den werde ich mal ein bisschen weiter südlich schicken, würde ich mal sagen. Warte jetzt mal kurz, wo habe ich denn da Gegner hier? Okay, dann soll er hier mal abchecken, was hier so abgeht. Da sind noch 10.000 Mann drin. Ich glaube, hier sind auch jeweils 10.000. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Männer hatten der noch. 40.000 hat er verloren. Hier sind 50, dann sind 60, genau, 70, 80. Er hat ja nichts gebaut, keine Wärmter. Das heißt, hier hat er jeweils 10.000 Mann drin. Und vor allem, dieser Provinz mich besonders bräuen. Außer mir klaut das einer, weil hier ist ein aktiver Spieler und hier ist ein aktiver Spieler. Hier ist noch nicht mal was drin. Oh, das ist eine Einladung, ne? Ja, mal schauen. Ich werde mal über Nacht vielleicht Besuche abstatten. Hier nach Maurosh Vashahai, ne, das ist die Hauptstadt, Entschuldigung, das ist Transylvania, genau, also hier Graf Dracula und so, ne? Vlad Tepes oder Graf Dracul, wie auch immer, und hier der Banat, den wird die auch gerne einnehmen, hier mit der Hauptstadt Timișoara und so weiter. Werde ich vielleicht entweder noch Neuzent Miklos laufen oder Neuc Becskerek, das ist ein komisch lustiger Name auf Ungarisch. Was gibt's hier noch? Koran, Chebesh und Steyer Lakanina. Das ist so eine Mischung aus Jugoslawisch und Ungarisch irgendwie. Naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall wird hier auf jeden Fall aufräumen. Da wäre ja auch schon an der Grenze zu Griechenland, der ja auch einigermaßen groß ist, ne? Und Fun Fact nebenbei, falls ihr das gar nicht wisst, wieso hat denn Griechenland überhaupt diese Farbe? Blau-Weiß. Ja, ganz zufällig hat Bayern ja auch Blau-Weiß. Wieso hat denn Griechenland? Ja, weil der König Otto, der aus was war ein Bayer, der ist dann in Griechenland als König eingesetzt worden und der hat natürlich die blau-weiße Farbe mit nach Griechenland gebracht. Deswegen hat Griechenland immer diese blau-weiße Flagge. Ist lustiger Fun Fact, oder? Falls ihr das noch nicht gewusst habt, falls ihr das gewusst habt, ist es wahrscheinlich langweilig, aber ich finde es trotzdem spannend. Naja, auf jeden Fall, wir werden jetzt erstmal hier runterbrechen. Hier ist nämlich noch ein aktiver Spieler und hier. Ich weiß gar nicht, ob die miteinander zusammenspielen oder ob die Kriege haben. Nee, der Level 1 hat noch gar nichts gemacht scheinbar. Level 1, okay, der ist auch Level 1. Der hat aber Krieg geführt und früh zu führt gerade sogar gegen Montenegro Krieg. Ist aber komisch, dass zwei Level 1 Spieler direkt nebeneinander sind.
Für mich schaut das ein bisschen nach Multi-Account aus, aber wer weiß, ob das stimmt, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Werde auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen aufräumen. Dann werde ich gucken, was der People hier treibt. Dann werde ich eventuell hier durchbrechen, weil hier ist es easier, wenn ich die KI hier wegklatsche und hier. Dann wird der eventuell hier was aus der Festung rausziehen. Vielleicht werde ich das hier auch stehen lassen. Die Provinz muss ich aber erobern, um darüber zu kommen. Ah, das ist aber irgendwie blöd auf diesem Weg. Naja, ich werde mal schauen, wie ich das mache. Den werde ich auf jeden Fall erstmal übrig lassen. Das ist natürlich gefährlich immer mit Leuten an den Grenzen, die inaktiv sind. Die können ja jederzeit zurückkommen, aber mal schauen. Hier ist auch einer übrigens aktiv in Posen. Der hat aber noch keine Anstalten gemacht, mich anzugreifen. Der baut, hat auch keine Wehrämter oder irgendwas. Der steht einfach nur rum. Vielleicht wird er morgen auch inaktiv sein. Das kann aber der Lauser dann einnehmen. Und ich werde hier noch eine Armee übrig lassen. Wartet mal, ich werde hier die KI auch noch nehmen, haben wir gesagt. Genau, hier ist auch eine Ölprovinz, das habe ich gestern noch abgeklärt, damit die KI hier auch nehmen kann. Ich werde hier vielleicht irgendwie so von unten anfangen und dann zum Schluss die Hauptstadt nehmen. Mal schauen. Und morgen habe ich ja noch hier die Stormtroopers, also Sturmtruppen, auch noch ready. Die können auch ein paar Festungen knacken, wenn es sein muss. Da werde ich dann in meine Hauptarmee integrieren und da sammeln sich auch schon hier. 15.000 Mann sind schon da, gut moralisiert. Wir können dann morgen hier auch ein bisschen Action machen, eventuell eine zweite Front aufmachen. Vielleicht werde ich hier ein paar Kavallerien abspalten und dafür ein paar Sturmtruppen, zwei Truppen aufteilen mit den Männern zusammen. Dann hätte ich zwei Truppen, die hier gleichzeitig marodieren können. Mal schauen, wie ich das mache. Ich meine, ich will hier alles haben. Ich möchte hier den ganzen Balkan für mich. Das war so abgesprochen gestern in dem Call mit den anderen Kollegen. Dann gucken wir noch mal kurz, bevor ich hier die ganze Zeit über mich selber quatsche. Schauen wir mal, was das Skipback so treibt. Der ist nämlich hier heute ein bisschen ruhiger geworden, hat aber auch 54 Provinzen. Also er ist ordentlich am Erobern. Guckt einmal, dieser Kill-Death-Rate an 12,22. Ja, kann ich ja überhaupt nicht anstecken, oder? Was habe ich denn überhaupt? Ja, wie was? Ich habe 9,0. Okay. Ja gut, Leute, mit Goldmark geht das. Ja, mit Goldmark geht das. Es geht auch ohne. Wenn man geduldiger ist und einfach aufbaut und ein paar Kavallerien baut, ein paar Panzerwagen und so weiter. Und morgen ist ja auch schon die Eisenbahn in Action. Ja, da werde ich überall Eisenbahnen bauen. Einige haben schon die Wege geleitet. Zum Beispiel hier. Na, die werden dann direkt gebaut und da kann ich gleich sogar die Fabriken auch schon mal in die Wege leiten. In den Doppelstahl-, Doppel-Holzprovinzen sowieso. In den Einzelprovinzen mache ich das ja auch, falls ihr mich kennt. Denn das bringt ja immer mehr Ressourcen, im Endeffekt mehr Ressourcen. Dann könnt ihr schneller alles andere bauen. Und was wichtig ist, auch Ölprovinzen natürlich genauso ausbauen. Aber hier habe ich noch nichts in die Wege gebracht, weil hier erstens mal noch der Gegner in der um die Ecke. Hier genauso. Ja, also da. Wobei hier könnt ihr es eigentlich schon bauen. Wie machen wir das? Hier Workshop und dann Railway und dann Factories, genau. Und hier werde ich dann später auch noch welche bauen. Wie gesagt, der wollte ja mit mir sowas wie einen Nicht-Angriffspakt machen. Das heißt, ich befürchte da nichts und der wird wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der hier weg ist, weil der Lauser ihn dann auffressen wird. Skipbacks wird sich dann Italien holen. Der ist ja hier immer noch in Action. Wo greift denn der momentan an? Also, der hat übrigens hier die KI in meine Grenzen geholt. Hier Tirol. Ursprünglich haben wir ausgemacht, dass ich das hole, aber dann hat er zufällig da Armeen übrig gehabt. Kann er sich gerne holen. Macht mir überhaupt nichts. Ja, ich habe überlegt, ob ich es nicht hole, so wegen Bayern und Österreich. Die hat ja eine alte Geschichte. Wäre auch lustig gewesen, aber ist okay. Der Skippy, der darf das natürlich gern haben. Überhaupt kein Problem. Jetzt dreht er dann wahrscheinlich ab nach Italien. Oh, hier kommt eine Armee entgegen, mein Freund. Du musst da aufpassen. Der greift und holt sich jetzt die Lombardei. Ich weiß nicht, ob da irgendwas besteht, irgendein Nicht-Angriffspakt, weil da ist nichts an den Grenzen. Da könnte das Skipback einfach reinlaufen. Naja, vielleicht macht er das nochmal schauen. Ich bin gespannt, was die nächsten Stunden bringen. Auf jeden Fall ist er jetzt schon hier in Norditalien angekommen und ist hier in vollen Action. Hier die Hauptstadt von Veneto hat er nur übrig gelassen. Das andere hat er sich schon eingesagt. Und provinzentechnisch schaut es momentan wie folgt aus. Yorkshire, unser Kollege Gallodix auf Platz 1. Dann kommt Skipbacks, dann kommen wir. Und dann kommt irgendwo auch Lauser. Der hat natürlich hier ein bisschen Probleme, weil er hat Goldmarktspieler an seinen Grenzen. Ich meine, wir nutzen selber Goldmarkt, da brauchen wir uns nicht zu beschweren. Habe ich ihm auch gestern gesagt. Brauchst du dich zu wundern. Wenn hier Goldmarkt benutzt wird, dann ist ganz klar, dass da die anderen auch Goldmarkt benutzen. Das ist es nämlich euch eben, was wieso ich Goldmarkt halt total verfluche. Ich benutze es, ich habe es, wenn überhaupt, mal zum Kontern benutzt, meistens. Ich habe da nie so eine Goldmarktrunde gehabt. Hier wird auch schon übergesetzt von Galurix, sehe ich gerade. Okay, der geht hier nach Dom Patrick. Da ist ja fast nichts drin.
alles leer hier. Ihr seht alles leer. Der hat hier alles nach Süden gezogen hier und hat da so viel People auch verloren und der hat auch gar keine Währung. 75.000 Verluste. Der hat gar keine Währung da. Doch, hat er. Hat er. Er hat nur hier keine gebaut. Er hat keinen Premium-Account, wie es aussieht. Aber ein paar Währung da hat er. Aber der hat fast gar nichts mehr da. Der kann hier alles locker einnehmen. Die ganze Irland wird morgen komplett weg sein. Das sehe ich jetzt schon. Naja, okay. Oh Mann. Das ist natürlich solche Geschenke. Sind ja wirklich. Das ist ja wirklich nichts anderes als ein Geschenk. Könnt ihr mal schauen. Alles leer. Da die paar People, die 10.000, 12.000 hier, dann 3.000 da. Der hat 17.000 Mann und der wird auch noch gerade angegriffen von Leinster. Leinster ist der hier. Der hat hier auch nichts mehr. Also, ich weiß nicht, ob hier viele Männer drin sind. Wahrscheinlich nicht. Naja, gut. Okay, also das heißt, Galorix wird hier in Action sein. Eventuell geht er nach USA. Nach USA sage ich schon. Nach Amerika, nach Nordamerika. Oder er wird sich hier. Ach, Moment, ich sehe es gerade. Er kommt ja auch schon nach Frankreich. Vergesst es. Das wollte ich gerade sagen, eventuell geht er auch nach Frankreich, aber er hat schon in die Fege geleitet. Das heißt, ja, Frankreich wird wahrscheinlich demnächst fallen. Italien, Spanien werden dann Skipex gehören. Und der Lauser, der will hier noch ein paar Gebiete haben und dann will er hier nach Osten mit mir. Der will auch Skandinavien später haben. Die skandinavischen People hier, vor allem Hammer und so weiter, die haben mich mehrmals angefragt. Es sind mehrere Leute, die wollen mit uns zusammenspielen. Da habe ich gesagt, nee, wir wollen erstmal noch ein paar Tage abwarten, bevor wir da irgendwas offiziell machen. Der will mit die ganze Discord sprechen und so weiter. Naja. Okay, ich will nicht lange quatschen. Gucken wir mal kurz in die Zeitung noch zum Schluss. Platz 1, Yorkshire, also punktetechnisch ist halt auch geil. Ne? Platz 1 Yorkshire, wir auf Platz 2, Skipbacks auf Platz 3 und Statistiken technisch. Wir sind immer noch auf Platz 2 der beliebtesten Nation der Welt, obwohl jetzt ein paar Kriege angefangen haben. Aber ich habe mich auch angreifen lassen gestern noch. Und wenn der jetzt mal umschalten würde, seht ihr, Platz 1 Galorix, Platz 2 bin ich, Platz 3 ist Skipbacks und Platz 5 ist Lauser. Das heißt, wir vier. Ja, okay, alles Goldmark-User, wir sind auf Platz. Wir vier sind in der Top 5 dabei. Ja, okay. Aber wie gesagt, das ist keine Leistung. Goldmark kann man sich alles kaufen. Mit Boostern, mit Goldmark kann man ordentlich spielen, wenn man weiß, wie man die einsetzt und möglichst sparsam einsetzt, dann kann man wirklich damit was erreichen, ohne dass man muss nicht sinnlos Millionen von Goldmark rausschmeißen, um groß zu werden. Es gibt aber vielleicht hier auf der Karte noch ein paar andere, die hier so unterwegs sind und auf die wir treffen werden. Die Karte ist noch lange nicht gewonnen, wir sind auch nur zu viert. Eventuell werden wir noch irgendwelche Spieler dazu einladen. Hier gibt es noch den Rio Grande do Sul, den Fat Man. The Fat Man, wer kennt ihn nicht, ne? Metropolitana, Chubut, Santa Cruz, okay, da ist eine südamerikanische Koalition, der ist auch recht groß, muss man sagen. Naja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, ob wir die Runde gewinnen können, ob wir auf irgendeinen massiven Goldmark-Spieler treffen, der hier 10, 20 Millionen Goldmark gegen uns einsetzt, denn da haben wir keine Chance. Das heißt, die Runde ist noch lange nicht gegessen, aber ich werde hier. Ah, das ist Moravia. Ich habe schon gedacht, das ist eine Provinz hier. Alles cool. Ja, wie gesagt, die Runde ist noch lange nicht vorbei. Allerdings, spannend ist was anderes, ne? Wenn man hier so viele Einheiten boostert. Ach so, apropos Einheiten, wie viel habe ich denn überhaupt? 210 Einheiten und wie viel oder was für Einheiten habe ich überhaupt alles? Können wir auch nochmal kurz schauen. Ich habe 23 Panzerwagen, 28 Kavallerien. Dann 5 Sturmtrupper, 140 Infanterie. Echt, habe ich nur 28 Kavallerien. Also, was heißt nur, ja, aber. Ach, ich habe gedacht, ich hätte sogar mehr geboostert und mehr geroldet, aber habe ich nicht. Okay. Ja, dann ist es ja noch einigermaßen okay. Verglichen mit anderen, sagen wir es mal so. Was ist hier? Workshop, okay. Ja. Also, ist einiges da. Die meisten von den Einheiten, vor allem von den Panzerwagen, habe ich gekauft. Gestern 21 Stück. Hier 7, hier 7, hier 6. Okay, dann waren es doch keine 21, sondern eben 20. Aber weil den habe ich selber gebaut. Also ein paar von denen habe ich selber gebaut. Aber na gut, wie gesagt, das ist die Geschichte des Tages von heute. Und ich bin gespannt, was sich morgen entwickelt. Da sollte man noch einiges dazu kriegen an Gebieten. Ein paar Kriege noch anfangen und hier uns über den Balkan hermachen. Und die Goldmark-Welle rollt hier an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.